Das Spiel ist aber mittlerweile echt schon länger als Devil May Cry 1, 2. Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter. Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife. To become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. Die Aufgabe, verstärken Sie die stumme Brücke. Ja, das ist ja Mist gewesen, okay. Objekte. So einfach beide meine Weihwasser. Einfach weg. So. Muss ich gegen den Boss kämpfen? Ich glaube schon, wa? Scheiße. Vorsichtshalber. Ja, Raid, es ist nicht mit dem Fliegen gewesen, aber eben halt auch nur im Devil Trigger Modus. Ich hätte mir schon echt viel mehr Zeug holen können. Hätte ich mein ganzes Geld nicht für irgendwelchen anderen Scheiß ausgegeben, ey. Wenn ich unbedingt darum gehen würde, die ganzen Sachen zu bekommen, ja, würde ich die ganze Zeit nur mit Bio-Wolf und Agni und Rudra durch die Gegend rennen. So, steinerne Maske. Eine Maske aus Zauberstein von einem Priester der Antike. Damit kann der Träger Flüsse teilen. Es, Junge. Die hat man noch mal einfach ohne Ende hier rumzufliegen, ne? Irgendwas. Überhaupt
Auch gerade absolut keine Idee, wie ich das einen da gemacht habe mit dieser komischen Energiewelle um mich rum. Einfach passiert. War einfach da. Ja, oben ist ja sowieso nichts mehr. Sowieso die Frage, wie ich da den Kombo-Kram auf die Reihe bekommen soll, ey. Ah, okay, ich muss sowieso in den Dings. Na, das war's auch schon wieder, ey. Das kann ich da wieder wegmachen. Ich meine, wenn du so wie drauf warst, klar, ist die Waffe bestimmt richtig krass. Die Gitarre so. Ob ich die Maske raufmache, ich erstmal nochmal hier hin. Wird auf jeden Fall nochmal Stuff sein. Digga, so ist euch dein Ernst. Wirklich, ich denke ja auch manchmal in irgendeiner Kameraperspektive, dass. So ist easy peasy, du bist oben, weißt du? Geil. Nee, musst du gucken, bist du nicht. Jetzt kriegt er da seine Maske auf. Denn weiß ich jetzt aber auch echt nicht gewesen ist. Hier hinter habe ich sowieso noch mal was. Wir haben Auftrag 6, Flug des Dämonen, holen sich innerhalb der vorgegangenen Zeit alle roten Kugeln. Ja, super. Soll ich das denn bitte schön machen? Ah, okay. Jetzt brauche ich dieses komische Ding doch noch. Alles klar. Also doch nicht so. Jetzt muss ich die Gitarre nochmal eintauschen hier. Und nur mit der kann ich hier mal dieses Flugding machen. Das Ding, ja. Dimensionsgenerator. Okay, ein magischer Reaktor, der ewige Energie liefert. Damit wird die Hauptbrücke betrieben. Mal die blöde Gitarre holen. Ja, dafür muss ich sowieso erstmal dieses Fliegeding lernen. Wie soll ich, hä? Was soll ich das denn machen? Also du kannst diesen Auftrag erst machen, sobald du Aerate hast. Wofür du 20.000 Dings brauchst. Boah, dann geht es halt auch nicht. Also ich könnte ohne Ende jetzt farmen gehen. Hier bei dem anderen Auftrag. Ich bis 20.000 rum, aber ich kann aber gucken, was ich pro Ding bekomme und wie lange es ungefähr dauert. Also es wäre auf jeden Fall machbar. Wäre echt ein bisschen. Okay, du kriegst definitiv nicht so viel, wie du brauchst. Irgendwie sowas in kürzester Zeit.
Aber am Ende kriegst du irgendwie nochmal 1000. Machbar. Achso, hier. Hä, warum denn Geheimauftrag gescheitert? Also geschafft. 1000 kriegst du dafür, oder? Oder 100? Also es ist auf jeden Fall machbar, Orbs zu bekommen. Es dauert halt echt ein bisschen länger. Dann was kriegst du pro Ding? Vielleicht 2000 oder so? Sag mal. Ich bin jetzt bei wie viel? 1300. Ich schlag mich tot. Ich krieg 100 am Ende. Also ich meine, nach ein paar Runden würde ich es hinbekommen, aber es dauert mies lange, Digga. So lange noch. Das ist schon echt nervig, muss ich sagen. Ich denke, es gibt auf jeden Fall bessere Arten, um an Dings ranzukommen. Ist schon echt langweilig, wirklich. Ich glaube, ich müsste es noch irgendwie viermal machen, damit ich es hinbekomme. Ich glaube, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kriegst du es wirklich ganz effizient hin, muss ich sagen. Sieht man, naja, es wird ja auf jeden Fall immer schneller als vorher. Ja, wie viel Zeit ich sogar noch über habe. Es dauert das ein paar Sekunden. Das ist halt nicht mal das Blöde wegen der Cutscene, die halt dazwischen kommt. Ah, komm. Zweimal noch vielleicht. Da muss ich aber den anderen dämlichen Auftrag eben machen. Okay. Aber manchmal kriegt man sich ganz so schnell hin, muss ich sagen. Danach noch zweimal und dann habe ich. Also es dauert ja echt immer nur so ein paar Sekunden. Echt super lang. Nervig, ey. Jetzt sag mir nicht, ich muss das jetzt nochmal machen, bloß wegen diesen bloß wegen diesem bisschen Kleingeld, weißt du?
Es geht schon wirklich echt schnell zum Orb sammeln. Was hat das jetzt gedauert? 5 Minuten oder so? Ein bisschen mehr vielleicht? Weil ich mir jetzt nämlich ein Ding holen, den anderen Auftrag machen. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich auch so irgendwie konzipiert, dass du es vielleicht beim zweiten Spieldurchgang auch ihm halt erst machst. Okay, in der Regel gibt es ja eigentlich auch nicht so krampfe Heilzeug aus. Das heißt, jetzt darf ich hier irgendeine Aktion holen für eine Waffe, die ich sowieso nicht benutze. Wirklich, was muss ich denn überhaupt gucken hier? Nach der Verwendung in einem Dämon kann sie den mächtigen Dämonenschwingen ausbreiten und eine Weile in der Luft schweben. R1 und in der Luft drücken, okay. Diese Dreckswaffe. Na, das ging erschreckenderweise ziemlich schnell, wa? Beschwere ich mich sicherlich nicht rüber. Naja, aber ich hab eigentlich echt gedacht, dass es doch ein bisschen komplizierter ist. Naja, kann ich auch gleich wechseln, die dämliche Waffe. Ich meine, es ist in einem Schwierigkeitsgrad ziemlich geil, weil du kriegst es ja hin mit ihm. Ich glaube, der kriegt eine Fähigkeit, dass er in der Luft dann auch so Blitze schießen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, in Heaven or Hell rennst du sowieso die ganze Zeit bloß mit Pistolen durch die Gegend und ballerst einfach alles ab. Finde ich halt trotzdem ein bisschen schade, dass ich die ganzen Punkte jetzt ausgegeben habe für den Mist. Aber komplett zurück war. Ein bisschen auf den Zeiger, die Dinger. Ah, hier sehen wir nicht Kameraführung. Oh. Ey, so wirklich. Wirklich. Also, wie gesagt, der schlimmste Feind in dem Spiel ist einfach die Kameraführung. Muss ich denn lang? Ist überhaupt richtig? Oh. Ja, die Viecher, ey. Wo gehst du denn hin? Also.
Der ist auch schon wieder. Wo läuft er denn hin? So wirklich. Läuft voll an dem Gegner vorbei. Wirklich. Rennt erstmal 20 Meter an den Gegnern vorbei, ey. Irdischer Garten, hier ist nichts mehr. Absicht wirklich. Genau, Digga. Ja. Digga! Diese Kamera. Und der aber ich kann nicht mehr. Einfach rum. Was gewesen, wenn er so boxen würde, weißt du? Das aber auch direkt weiß, wo er hin muss, wa? So. Did you kill him? So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife! For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. Oh.
filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? Wahrscheinlich wieder beschissen aus, war A. Ja. Halbwegs in Ordnung, kann man sich geben. S oder Doppel S wäre schöner, aber.